Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Arsch. Wir werden mal gleich losdüsen und noch ein paar OBS-Platten und dergleichen zu verkaufen. Dazu fahren wir gleich mal zum Baumarkt. Mit dem Restgeld, das wir zu haben, werde ich mir wahrscheinlich ein Holzvollender kaufen. Wir hatten den früher mal nur gemietet gehabt. Wenn das Geld reicht, kaufe ich mir einen, ansonsten müssten wir uns wieder einen mieten. Hoffe, das reicht. Dann müssen wir ein bisschen Holz machen fürs Sägewerk, weil da brauchen wir jetzt dringend Holz, um Paletten herzustellen zu können. Die Paletten brauchen wir nachher für den Schlachthof, den wir später noch bauen müssen, mit dem Erlös von Baumarkt und Brauerei, rein theoretisch. Denn wenn heute Nacht die Brauerei, heute Nacht ist gut, ja, am Tage und heute Nacht die Brauerei durchläuft, dann müsste noch Bier rauskommen. Und von dem Erlös können wir uns dann nachher entsprechend, hoffe ich jedenfalls, den Schlachthof zu kaufen. Weil die Schweine sind jetzt langsam aber sicher, kommen in eine grobe Richtung, Schlachtreife. Und das möchte ich dann entsprechend dann rechtzeitig dann da entsprechend abgeben. Theoretisch. So ist der Plan. Ja, aber erst den Rest ist hier was anderes, ne? So. Kurz überlegen. Das müsste so passen normalerweise. Jetzt müsste es wieder klingeln in der Kasse. Gut, jetzt fahren wir mal zurück in hier. Na gut, die können wir nicht kaufen. Hier haben wir alles da. Jetzt fahren wir mal zurück und fahren mal LKW zum Hof. Und dann sehen wir weiter mit wegen Kauf, ne? Ja, müsste fast hinkommen. Und den Rest halt müssen wir halt finanzieren, ne? Bisschen Rahmen müssten wir noch haben. Ja, noch nicht viel, aber ein bisschen. So, ich hoffe, der Ton passt. Ich höre noch ein bisschen wenig zurzeit. Muss ich näher mal testen. Ja. Immer blöd. Eine Anzeige, wo wir erst gerade ein bisschen höher drehen. Oh, soll besser sein, ne? Ja. Denkt man schon. Ja, am Sägeweg ist weiter nichts. Ja, hier ist unser neuer Verpackungsfabrik. Ja, und auch die brauchen im Prinzip eine Leerpaletten. Aber für die erste Produktion haben wir was. Also wir arbeiten erstmal. Und Papier, Wasser haben sie auch schon mal. Da muss ich mir noch überlegen, dass ich da jetzt praktisch einen kleinen Traktor kaufe, einen kleinen Anhänger mit Wasser und dann mit Kursplay die Tanks dann auffüllen lasse. Immer einen nach dem anderen. Also nicht, dass ich jetzt quer durch die Karte fahren müssen, sondern immer kurze Wege, ruckzuck, dann wieder voll. Und wenn er dann voll ist, geht zum nächsten, da auch voll machen. Und was aber auch so hoch sein sollte, können wir immer noch so hoch sagen, okay, wir werden da entsprechend andere Maßnahmen ergreifen. Ich glaube, ich werde mal ganz kurz gucken wegen Gärreste, weil das war dunkel heute, ne? Deswegen habe ich schon gesagt, das ist heute Nacht, da ist es Mittagszeit, ne? Die Geschwindigkeit ist auf 1, die können wir auf 5 stellen. So, hier holen wir Gärreste. Hup, da drinne.
Dann kippen wir aus. Gut, dann fahren wir das mal zum. Machen wir aus. Da kann er. Dann kippt er nur aus, wenn ich da bin. Das ist ungünstig. Na gut, wir sind im Shop. Wir schauen mal nach unseren Holzvollernter. Möchte schon. 12 Meter. Wäre optimal, ne? 4.440, ne? Ja, das wäre schön. 440.000. Das dürfte reichen. Wir haben kein Gebirge. Und zur Not könnte man immer noch aufrüsten. So, den fahren wir jetzt mal zum unserem Wald und holen mal den Rest Bäume runterholen, ne? Oder die Bäume am Feld Nummer 1, da. Die stören mich ja auch ein bisschen, ne? Fahren wir da mal hin. Erinnern sich dauert ein bisschen. Ach so, weil ja die Kabine jetzt auch schräg ist. Ja. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, Holz machen heute und dann mal sehen in der heutigen Folge zumindest, dass wir jetzt im Sägewerk ein bisschen ja, einen Schwung kriegen. Wir brauchen hier ein bisschen Holz, ne? Fällarbeit geht zurzeit nicht, wir haben Winter. Und bei der Produktion, die dürfen eigentlich laufen, sollten eigentlich. Aber alles eingefroren, wir haben noch ein bisschen Frost. Ja. Technik. Ja, es gibt einen neuen Patch für Seasons. Und ein Patch Update und ein Patch für das Glaspaket. Also meine, wer vorher keine Probleme hatte, sollte jetzt auch keiner haben, ne? Auch ohne Patch. Ich habe hier heute nichts festgestellt. Was Probleme verursacht haben könnte. Ah, da gibt es eine Beschreibung zu, was sie da vorhin geht haben. Und daher bin ich optimistisch. So, ein Meter ist schlecht. So. Ja, das wird nichts, ne? Aussteigen, ne? Immerhin haben die Bäume ja keinen Unsicher, ne? Links oder rechts ist egal. Wenn wir Glück haben, kommen die Bäume wieder. Aber dann müssen sie wieder weg, ne? Ja, heute ist Freitag, ja, 9:45 Uhr. Wollte er nicht laden. Hatte ein paar Probleme. Ja. Musste die alte Kurzplay-Version wieder nehmen. Dann ging es wieder. Ob das der Grund war, keine Ahnung. Aber ich denke mal schon. Denn die anderen Updates habe ich ja krieg ich ja rückgängig machen. Also. Ich habe keine alte Season-Version. Von daher. Ups. Mach mal Sport hier.
Ja, bei mir steht eine kleine Planänderung an. Ich habe jetzt für 7 Days to D mir jetzt entschieden, dass ich jetzt eine Folge mache pro Tag. Und zwar um 17 Uhr. Und LS bleibt erstmal gleich. 100 tendiere ich auch dazu, eine Folge pro Tag zu machen. Tendiere ich dazu, also bin ich entschieden. Muss ich mal sehen. Weil ich plane noch ein neues Projekt. Zumindest ist es in der ersten Testphase. Ein weiteres Überlebensspiel. Mit Mist. Dürfte bekannt sein. Viele werden es kennen. Ich möchte da mal probieren. Das ist ein bisschen anders wie jetzt wie in Days to Day. Das ist ein bisschen anders aufgebaut. Eine andere Angehensweise. Ich will es mal testen, ob das klappt. Aber ich habe noch nichts gemacht dazu. Ich habe mir mal ganz kurz angespielt. Das Spiel an sich kenne ich. Ja, halbwegs, ne? Und ich werde doch mal auf eins spielen, weil das wird doch relativ schnell dunkel. Und die wollen ja ein bisschen Holz schaffen, ne? Einen hellen. Lieber können wir nachts auf 60 spielen, das ist besser. Und dass wir hier aber ich will es erst testen, wie das überhaupt funktioniert mit der Qualität. Und deswegen, ob ich dann nun gleich am Montag eine Folge habe oder Dienstag oder Mittwoch, ist, weiß ich noch nicht. Ich stehe mal die anderen Projekte an. Morgen ein bisschen LS. Also hier von der Marsch. Also heute schaffe ich nicht alles. Und dann muss ich mal sehen. Morgen stelle ich noch ein bisschen 70 an, dass ich da auch noch ein paar Folgen mache. Zumindest angedacht habe ich dafür. Runterfallen gehen. Ja. So ist das. Ja, hier kommen wir ganz gut voran, ne? Jetzt, wo wir 3 Tage spielen, wird das ziemlich jetzt nachher Frühling werden. Weil Nächte haben wir nur 3 statt 6. Auch wenn wir tagsüber jetzt mal relativ häufig auf 1 spielen werden. Wir werden dafür nachts mehr schaffen, Anführungszeichen, ne? Weil wir so 3 Nächte spuren müssen, ne? Das ist leichter als ich bin noch scharf zu sehen, ja. Weil bei D-Sendity war einige Folgen unscharf oder wird unscharf sein. Liegt an der Kamera, keine Ahnung warum. Ist heute. Ich habe dafür Zeit. Da muss ich aufpassen. Ich hätte beinahe wieder ein bisschen Zeit ist noch, aber eine Stunde ist mir voll. Übertrieben. Ja, zur Zeit ist ja alles, alle Munde. Der Coronavirus. Ich habe ein bisschen Wasser angeschafft. Naja, Wasser, 6 Flaschen, ne? Ich trinke ja so in dem Sinne ja Wasser höchst in der Leitung. Aber ansonsten, wenn das versagen sollte, dann sollte wenigstens für den Durst, ne?
Campingkocher werden wir nie ankaufen. Mit Gas und so. Wenn irgendwann Strom ausfallen sollte, dann ist es schon sehr weit. Wir müssen mal gucken, ob die BGH noch läuft. Sobald wir hier, also sobald, machen wir gleich. Weil das ist ja wichtig. Aber das geht auch. Ja, wie gedacht. Das nicht läuft. Junge, das geht nicht. Heute Nacht nur wieder ein bisschen Geld verdienen. Ja, gut. Jetzt läuft jedenfalls, ne? So, liebe Schauer, das soll's heute gewesen sein für die heutige Folge, für die erste Folge am Samstag. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Einmal vergessen habe. Das sieht mir öfters. Ja, das war die erste Folge. Entschuldigung. Dann sag mal tschüss und wir gewinnen. Ciao, ciao. Tut mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Tschüss.